Zwei Jahrzehnte die freundschaftlichen Verbindungen so intensiv zu pflegen, ist schon eine bemerkenswerte Leistung aller. 40 Schülerinnen und Schüler des französischen College in Lannion weilten eine Woche in Herzberg und der größte Teil der Mitreisenden traf erneut auf längst vertraute Gasteltern. Die Tage des Aufenthaltes in Deutschland nutzten die Gäste zum Besuch weiterer interessanter Orte, wie Dresden oder Weimar beispielsweise und auch die Gedenkstätte Buchenwald. In den Gastfamilien gab es zahlreiche herzliche Begegnungen und gemeinsame Unternehmungen. Mit der Festveranstaltung am 13. April fand die ereignisreiche Woche ihren krönenden Höhepunkt. Dazu reiste auch der Direktor des französischen College, Monsieur Lafau, mit seiner Ehefrau an. Vor Beginn des großartigen Programms, durchgängig gemeinsam gestaltet von französischen und deutschen Schülern, wuchs die Spannung im Saal. Denn sollte es doch für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die Dolmetscherinnen erwartete ein gewaltiges Stück Aufgabe der Hochkonzentration. Und Heike Drobner-Dechering war mit Sicherheit auch erleichtert, dass es nach der intensiven Vorarbeit unter ihrer Federführung nun losgehen konnte. Wie viele Fotos und Videosequenzen allein während dieser Veranstaltung gemacht worden sind, schwer zu schätzen, ganz zu schweigen von den sicher tausenden Aufnahmen in der Woche des Aufenthaltes. Zu Beginn erklang als emotionaler Auftakt die Eurovision-Hymne. Die französische Schülerin Anne-Béatrice Kernin und die deutsche Schülerin Chiara Dechering führten souverän, jeweils in der Muttersprache der anderen, durch das Programm. Manfred Fischer, Schulleiter des Herzberger Philipp-Melanchthon-Gymnasiums, dankte in seiner Festansprache für die gelebte Freundschaft und alle, die mit großem Engagement an diesem Schüleraustausch über diesen langen Zeitraum tatkräftig beteiligt sind. Gastgeschenke als äußerer Ausdruck der Dankbarkeit. Lebensfreude pur zog sich wie ein roter Faden durch die Stunden des Festprogramms. Dazu gehörten unter anderem auch die Tanzeinlagen der französischen Schüler. Musikalisch probierten es die Herzberger mit der sprichwörtlichen Gemütlichkeit. Sologesang begeisterte das Publikum. Eine orientalische Tanzeinlage brachte einen weiteren Farbtupfer in den Nachmittag. Ehrengast des deutsch-französischen Festes auch Elbe-Elster-Landrat Christian Jaschinski, der seinerseits den Schüleraustausch mit herzlichen Worten würdigte. Wir diese Bereicherung gleich in fünffacher Hinsicht. Neben der Schulpartnerschaft mit dem College St. Joseph in Lannion in Frankreich haben 4 Kommunen aus Polen, aus Deutschland, aus den USA in freundschaftlicher Weise mit unserer Kreisstadt Herzberg Die eingelegte Pause im Programmablauf, der kulinarische Höhepunkt des Festes. Spezialitäten der beiden Länder füllten das üppige Buffet und fanden äußerst großen Zuspruch. Die Crêpes konnten gar nicht rasch genug gebacken werden. Schon das Zuschauen machte Appetit. Bei Champs-Élysées hielt den College-Direktor nicht mehr auf seinem Sitz. Bravo. Begeisterung und Gänsehaut, als Judith und Mallory von ihrer jahrelangen Freundschaft berichteten. Mesdames et Messieurs, chers élèves,
Nous fêtons aujourd'hui les 20 ans de l'échange scolaire et nous aussi, en fait, les 10 ans de notre amitié franco-allemande. Nächste musikalische Programme beider Länder folgten. Zweifelsfrei ein weiterer Höhepunkt, die erfrischenden Worte des Monsieur Le Fahou. Des moments comme celui-ci dans la vie, que la vie est belle. Wir danken dafür, dass wir hier Abend, heute Abend an dieser Schule einen so lebendigen Eindruck gewinnen konnten und solche Momente lassen das Leben schöner erscheinen. L'anniversaire d'un échange scolaire comme celui-ci, comme tous les anniversaires. Mit einem bretonischen Tanz präsentierte sich erneut die französische Schülerdelegation. Tanztrainer übrigens der Busfahrer, dem stellvertretend für weitere Kollegen herzlich für den immer sicheren Personentransport gedankt wurde. In ihrer Moderation baten Anne-Beatrice und Judith den Herzberger Bürgermeister um sein Gruß- und Schlusswort. Begleitet auch von den begeisternden Eindrücken dieses schönen Tages fand Michael Oecknick genau die richtigen Worte. Selbst als Gastvater von über 60 Austauschschülern aus 24 Ländern weiß ich, was das für ein schönes Gefühl ist. Il a déjà accueilli beaucoup combien? Am Ende war noch einmal der Moment herzlichen Dankes gekommen und der Bürgermeister überreichte Erinnerungsgeschenke. Mit einem modernen Tanz endete das Programm, um alle noch einmal zu vereinen mit der Ode an die Freude, in der die wohl passende Textzeile für diesen Anlass wiederzufinden ist, als erstrebenswertes Ziel. Alle Menschen werden Brüder.